Pantomime ohne Willen. Wir so viele Duelle haben wir gar nicht mehr. Pantomime ohne Willen. Willkommen in unseren Slythe jetzt. Machig war im Besitz von zwei der drei ägyptischen Götterkarten, aber er brauchte das Millenniums-Puzzle, um seinen Plan zu vereinen. Plötzlich fand sich Yugi herausgefordert von einem Duellanten namens Strings. Yugi, bereite dich auf ein Duell vor, um dein Puzzle zu verlieren. Marek, treffe meine Gedankensklaven Strings, der Quiet One. Durch die Kraft meines Millenniumstabes sollte er dich besiegen. Feigling, warum soll ich meine Zeit verschwenden, wenn ich dich durch meine Gedankenpuppen duellieren kann? Kämpfe mit der Macht meines Millenniumstabes ist nicht anders, wie du dich mit deinem Puzzle duellierst. Stimmt nicht, du zwingst deine Knechte, deine schmutzige Arbeit zu machen, indem du die Kontrolle über ihren Verstand nimmst. Gegen ihren Willen, ich duell mit Respekt und Ehre. Marek, mach deinen Zug. Wir nehmen das Geschichtedeck. Ich kann mich noch an das Duell erinnern und der hat verloren, weil er keine Karten mehr ziehen konnte damals. Wir vertrauen wieder drauf und haben verloren. Wow. Immer wenn wir nicht darauf vertrauen, hätten wir darauf vertrauen sollen und andersrum. Mann. Oh, Defusion. Kartenzerstörung. Okay. Ich beschwöre. Und bin fertig. Ich habe keine Fusionsmonster, verarschst du mich? Oh nee, jetzt. Geh halt noch mehr ab. Was hast du denn? Diese Karte verbleibt für zwei Spielzüge deines Gegners auf dem Spielfeld. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, kann kein Monster angreifen. Achso, ja, das ist mir ja gerade wurscht. Und was haben wir hier? Während jeder dann aus dem Beifass, beschwöre ein Schleimspielmarke Typ Aqua Wasser als Spezialbeschwörung in die Angriffsposition. Du kannst keine Monster beschwören, außer Schleimspielmarken. Aber du kannst setzen. Aha. Okay. Kann ich mir das angucken? Nein. Schade. Hätte ja sein können. Ich beschwöre. Ich gehe in die Battle-Phase. Kann ich... Achso, freilich. Mein erster Zug. Ich dachte, er kann keine Monster beschwören. Nein. Jeder Spieler legt zwei Karten von seiner Hand auf den Friedhof, dann zieht er zwei Karten. Okay. Was war das nochmal? Diese Karte verbleibt für zwei Spielzüge deines Gegners auf deinem Spielfeld. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, kann kein Boss angreifen. Hoppala. Okay. Ich setze mal das. Okay. Ich überlege, aber ich mach's noch nicht. Nein. Hat das hier doch alle? Nein. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Thank you.
Okay. Ich beende meinen Zug. Ich glaube nur nicht, dass ich meine verräterischen Schwerter brauche, wenn er Slither ruft. Das ist natürlich noch praktischer jetzt. Okay. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass es leichter ruft. Nur ein offenes Monster, ja. Beschwören. Battlephase. Greifen. Nein. Ich weiß gar nicht, ob ich die andere Spielmarke auch noch angreifen soll. Ich glaube, das mache ich lieber nicht. Ah, nö, jetzt. Ungünstig jetzt. Ich habe nämlich keinen Fluchzerstörer. Aber ich kann ihn jetzt nicht angreifen. Jetzt setzt er seine blöde Karte in Verteidigungsposition. Bitte, bitte, bitte ruf ihn nicht. Wenn ein Monster Spezialbeschwörung von deinem Philipp beschworen wird, kannst du eine Karte ziehen. Okay. Nein. Okay, der Weg ist wieder so eine blöde Spielmarke. Hoffentlich. Und jetzt kann ich mit meinem
schwarze Magier angreifen. Und gewinnen. Ha! Wir haben Slifer gewonnen. Wie cool ist das denn? Ich habe gewonnen. Es ist vorbei. Es kann nicht sein. Wie könnte ich verlieren mit einer ägyptischen Götterkarte in meinem Deck? Du wirst bezahlen. Du magst vielleicht Slifer besiegt haben, aber ich halte eine andere ägyptische Götterkarte, eine noch viel stärkere. So genieße diesen Sieg, solange du es noch kannst, denn es wird der letzte gewesen sein. Neues Kompadien-Duell entriegelt Yu-Gi-Oh! Der Geist der Finsternis offenbart. Neues Umgekehrt-Duell entriegelt Yu-Gi-Oh! Pantomime ohne Willen. Neuen Deck-Avatar entriegelt Strings. Neues Deck-Rezept entriegelt Strings Wiederbelebungsschleim. Neue Herausforderung-Deck entriegelt Strings Spur aus Schleim. Signaturkarte Belohnung Slifer der Himmelsdrache. Neue Kartenpreis Polymerisation. Neue Kartenpreis Machio Sheldon. Siegespunkte verdient 1878. Wir gehen weiter. Wir haben echt nicht mehr viel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lol. Allerdings, bevor wir jetzt weitermachen mit den. Beziehungsweise bevor wir zu unseren letzten 5 Duellen kommen, beende ich die Aufnahme hier erstmal wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt mich nicht allzu dumm angestellt. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen!